Wiesn 2015. Mein Name ist Jeanette Graf, ich bin Modestylistin und Bloggerin und mache heute mit Monaco Deluxe den ultimativen Style-Check auf der Wiesn. Wir wollen uns die Do's und Don'ts anschauen und ob denn die ganzen Mädels Bescheid wissen. Wie ist denn das eigentlich mit der Schleife? Sitzt sie denn an der richtigen Stelle? Kommt mit, wir suchen uns ein paar Fashion Victims. Und hier haben wir zum Interview den... Max. Hallo Max, und du bist die? Tina. Max, du bist mir schon vom Weiten aufgefallen, denn grün ist ja die Farbe dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Nein. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Outfit. Es sieht so originell aus. Was steht hier drauf und was ist das überhaupt hier für eine Tracht? Erzähl mal. Es ist die Berchtesgadener Tracht. Das ist das sogenannte Schiedl. Das ist ein Weihnachtsschützenkönigsee. Also direkt aus den Bergen sind wir raus. Du bist ja richtig original. Ja. Ja, super. Deswegen siehst du auch so gut aus und bist mir auch gleich aufgefallen. Gibt es denn etwas, was du sagst, das ist ein totales No-Go, wenn das Männer machen? Also was geht in Sachen Tracht für dich überhaupt nicht? So billige Lederhosen, so Latex und so. Also, so No-Go. Das ist ein No-Go? Ja, und was würdest du sagen, das ist ein Must-Have, also Minimum an Dresscode? A gescheite Lederhosen. A gescheite Lederhosen, vielen Dank, Max. Jetzt habe ich aber eine kurze Frage noch an deine Freundin. Und zwar, kennst du dich denn aus mit der Schleife? Ja, ich glaube schon. Das heißt doch eigentlich, dass du Single bist. Ja. Aber wenn man es in der Mitte macht, ist man ja willig, sag ich mal. Darum mache ich es lieber links, weil rechts schaut komisch aus. Ja. Aber wenn du die Schleife links trägst, dann wirst du dich vor Verehrern heute nicht retten können. Ist dir schon klar, oder? Ja, das macht nichts, ich habe meinen Freund dabei. Ja, wunderbar. Ich sage herzlichen Dank. Ihr seht toll aus, ihr beiden. Danke. Ich habe hier die Nadine angesprochen zum Style-Check. Nadine, du bist mir aufgefallen mit deinem kurzen Dirndl. Erzähl uns mal, was du dir bei dem Dirndl gedacht hast. Warum hast du das ausgesucht und was gefällt dir besonders gut daran? Ich habe es mir eigentlich nur im Internet gefunden. Mir hat es gefallen und gepasst und darum habe ich es mir bestellt. Es sieht wunderbar aus. Du hast auch schön Holz vor der Hütte, wie man so sagt. Kennst du dich, das ist zwar ein alter Hut, aber kennst du dich mit der Schleifenbindung aus? Weißt du denn, was es bedeutet, wenn du jetzt die Schleife auf der linken Seite trägst? Eigentlich nicht, weil jeder sagt was anderes. Irgendwie heißt vergeben ist da, wo das Herz schlägt oder links, rechts. Ich trage es, mir gefällt es da am besten. Darum trage ich es da. Also ich kläre dich mal auf. Du hast die Schleife auf der linken Seite und das heißt, da geht schon was. Also du bist Single. Ja, das stimmt. Ja, wunderbar. Dann hast du es ja instinktiv richtig gemacht. Ich wünsche dir eine schöne Wiesn. Vielen Dank fürs Interview. Bitte. Tschüss. Das ist der Christian. Und Christian ist mir schon vom Weiten aufgefallen, denn er trägt meine absolute Lieblingsfarbe. Alles in Lila. Erstmal Kompliment, dass du dich traust und du siehst toll aus. Danke. Hast du dir dieses Lila zum ersten Mal dieses Jahr auf der Wiesn zugelegt? Nee, das hatte ich letztes Jahr schon. Und wieso traust du dich? Die meisten Männer haben Angst vor Lila. Weil ich Lila sehr gern mag. Hast aber einen guten Geschmack. Danke. Bitte. Gibt es denn für dich No-Gos? Irgendwas, wo du sagst, das geht in Sachen Tracht bei Männern oder bei Frauen gar nicht? Ja, Mickey Mouse Dirndl. Hast du das wirklich gesehen, Mickey Mouse Dirndl? Ja, Mickey Mouse, ja, gut, diese Walt Disney Dirndl, diese typischen oder diese Neon-Dinger da, diese ganz seltsamen, das geht gar nicht. Also magst du eher das Klassische, oder? Richtig, richtig, eine ordentliche, saubere Tracht. Die konnte zwar einmal ein bisschen eine knallige Farbe haben, aber nicht so Neon-Scheiße oder so ein Dreck, das geht gar nicht. Und was ich auch zum Beispiel überhaupt nicht mag, das ist bei Männern diese Lederhosen, Badhosen da, diese komische da, das ist eine Katastrophe, geht gar nicht. Du stehst halt auf Tradition, ja, und hast einen guten Geschmack. Jetzt noch eine Fangfrage. Ich trage meine Schleife auf der rechten Seite. Was ist das für ein Signal? Was bedeutet das? Danke, sehr gut. Vielen Dank, Christian, und viel Spaß auf der Wiesn. Hobby, merci. Ich habe hier die Manu und die Emma im Interview und die beiden sehen so entzückend zusammen aus. Hast du mit Absicht die beiden Dirndl aufeinander abgestimmt? Eigentlich nicht. Farbtechnisch meine ich jetzt. Farbtechnisch ja. Okay, ihr seht bezaubernd aus. Du bist die Mama? Ich bin die Oma. Ist nicht dein Ernst? Du siehst so toll aus, so eine junge Oma. Die Oma sieht toll aus, oder Emma? Ja. Ich habe hier den Robert und ihr könnt euch vorstellen, warum mir der Robert auf der Wiesn aufgefallen ist. Kannst du dir vorstellen, warum ich dich anspreche? Ja klar, wegen meinem Hut und meiner coolen Sonnenbrille. Und meinst du denn nicht, dass es eher ein No-Go ist in Sachen Tracht? Ja, zur Tracht vielleicht schon, aber Mai, der Spaß gehört dazu, also... Du willst auffallen, gibst du? Ja klar, auffallen muss man immer. Und du bist Single? Ja. Jetzt wissen wir warum. Na, dann lass ich dir nochmal durchgehen. Ja. Kommen wir mal zu deiner Tracht, denn untenrum wird's besser. Ja klar. Und zwar hast du wieder hier meine Lieblingsfarbe Lila, was ich toll finde. Rot ist der Klassiker, Grün und Blau, das kennen wir. Aber Lila und Pink, Daumen nach oben. Lederhose,
Warum hast du dich für die längere Variation entschieden? Du hast ja schöne Beine. Ja, ich mag die kurze nicht so, wenn es übers Knie geht. Das ist nicht so meins. Also lieber die längere. Also es geht ja um den Tragekomfort. Ja, genau. Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank und viel Spaß auf der Wiesn. Danke. Ich habe hier Miriam und Philipp entdeckt und die beiden sehen so toll zusammen aus. Farblich abgestimmt, stylisch. Schaut sie euch an. Liebe Miriam, warst du denn für euer Styling, beidseitiges Styling, verantwortlich? Ehrlicherweise heute ja. Also ich habe zumindest mitentscheiden dürfen, aber er bei mir auch. Also wir haben es quasi gegenseitig. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Ihr habt euch gegenseitig geholfen und beraten. Ihr seht toll aus, auch die Farbenauswahl. Ich muss wirklich sagen, auch dein Dekolleté, hallo. Aber da immer ganz wichtig, Dekolleté-Serum. Dekolleté-Serum, das habe ich auch noch nie gehört. Vielen Dank für den Tipp. Darf ich dich fragen, was trägst du? Ist das ein besonderer Designer? Nee, ich glaube nicht. Habe ich tatsächlich online bestellt, noch relativ kurzfristig. Also obwohl ich schon 8 Dündel eigentlich zu Hause im Schrank hatte. Aber ich dachte, ach, kennt man ja auch schon. Ich hole mir nochmal ein neues. Machst du das denn auch? Man sagt ja, man soll die Dirndl 2 Größen kleiner kaufen, damit sie perfekt sitzen. Hast du das so gemacht? Nee, um Gottes Willen. Nee. Also in einer richtigen Größe. Würde ich wahrscheinlich ersticken. Okay. Ist ja so immer schon relativ eng, gell? Also die sitzen ja schon, aber deins ist ja auch wirklich wunderschön, gell? Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Auch dein Make-up, also ich bin hin und weg. Jetzt komme ich zu einer Frage an dich. Kennst du dich denn aus? Es ist zwar ein alter Hut, aber mit der Schleifentechnik. Was sagt denn die Schleife bei deiner Freundin gerade aus? Schleife rechts vergeben, Schleife links würde heißen noch nicht vergeben. Und was? Schleife Mitte kenne ich nicht. Und Schleife hinten? Schleife hinten, ohne entschlossen. Kellnerin? Nein, hinten heißt verwitwet, Mitte vorne heißt Jungfrau. Du hast schon ganz recht, sie ist vergeben, sie hat die Schleife auf der richtigen Seite. Hast nochmal Glück gehabt. Wunderbar. Ich sage herzlichen Dank und euch viel Spaß auf der Wiesn. Danke euch. Ciao. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.